Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Neotech, wie du bist, Neotech. So, Stahl wird weiter produziert. Ich brauchte eigentlich jetzt gerade mal bald wieder unseren, das hier. Wir brauchen nämlich wieder Cooldust. Das heißt, wir müssen wieder mal ein bisschen Kreosotöl herstellen. Alles klar, es war bloß weiter. Gut. Der war voll und deswegen konnte er auch nicht weiterarbeiten. Alles klar. Hier drüben kommt dann unser Coke wieder rein. Nicht schlimm. Hier läuft auch Stahl weiter durch. Ich schau mal jetzt das Kupfer raus. Die Bronze raus. Kupfer raus. Anguckt Steel Dust. Kann noch mit rein. Und die Eisennuggets können noch wieder weg. Wir brauchen dann unsere. Ah, ist fertig. Noch die. Ditta. Da haben wir die 10. Jetzt brauchen wir halt nochmal 80 Stahl nur für die Platten. Also 64 sind drinnen. Könnte gerade so lange, wenn das dann bis dahin durch ist. Okay. Also. Wir müssen die dann immer zwischendurch weiter kompressieren, dass wir die dann auch nutzen können. Irgendwas, ja, kommt, das kann mal weg. So, dann hatte ich mir jetzt hier schon meinen Horsepack-Rucksack genommen, weil wir haben ja unsere Marble drin. Schön. Kann der auch erstmal wieder weg. Dann nehmen wir denn die Steine. Habe ich noch irgendwo anders? Bruchstein, da. So viel habe ich aber auch nicht mehr. Das ist schlimm. Das heißt, wir müssten uns dann mal wieder einen Hammer machen und dann mal ein bisschen Bruchstein meinen gehen. Natürlich wäre es schön, wenn wir hier so einen Builder's Wand hätten, aber haben wir nicht. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja Zeit, wir müssen eh auf unseren Stahl warten. Und somit können wir auch erstmal an unserer Base bauen. Sonst verschiebe ich das immer wieder bloß nach hinten und dann ist bei mir das Gemecker groß, warum ich denn hier immer noch bloß da vorne in den kleinen Butzen hantiere. So können wir sagen, hier das Haus hier hinten oder das Gebäudestück wird dann unser Steam Production Area. Das war unser Bruchstein. Hammer. Würde ich gleich mal einen Eisenhammer machen. Geht auch. Vielleicht ziehen wir dann auch mit Eisenkabels hier nach unten. Ich hatte erst gedacht, machen wir Hopper, aber das wäre ein bisschen zu aufwendig. Komm, mach uns mal. Wir machen mal 3 Eisenhämmer. Schön ist, wenn man dann sagt, gut, man hat jetzt gerade Marmor rausgenommen. Aber wir brauchen ja erstmal das andere. Ja, die Leiter kann mal Platz Klei weg. Das kann da rein. Komm, Eisen mit haben wir immer gut. Essen, Holz.
Planken. Eine glitzernde Melone. Brauchen wir jetzt hierfür nicht gerade. Komm, die brauchen wir bestimmt mal. So, wenn wir irgendwas Gutes finden, haben wir unsere Glücksspitzhacke. Eigentlich müsste man mal hoffen, dass wir hier irgendwie einen Spawner finden. Man kann zwar, glaube ich, auch Spawner hier drin bauen. Void Portal. Hostiles, do not spawn. Passives, do not spawn. Weather Effects, nein. Also da könnte man quasi irgendwelche großen Farmen bauen. Empty Spawner, Pneumatic Craft. Pressurized Spawner. Na, es wird wieder Nacht. Gut. Gehen wir halt kurz schlafen. Schön. Also. Ja, wir brauchen jetzt Stein. Wir gehen am besten, gehen wir wirklich runter, mein. Oder gehen wir runter, mein. So, wir gucken ab zwischendurch immer, was wir hier haben. 24. Ab im Kompressor. Hatte ich nicht drei Hämmer gemacht? Ich wusste es doch. So, man sieht hier jetzt gar keine Chance oder so. Hier hätten wir noch eine übelste Höhle zum Erforschen. Soll ich es riskieren? Ich habe auch keinen Eisenhelm. Ich brauche einen Eisenhelm. Ohne Eisenhelm keine vernünftige Rüstung. Und vielleicht finden wir einen Spawner, dass wir da eine XP-Farm bauen könnten. So, die tue ich trotzdem mal hier in die Offhand gleich hin, wegen da ist ein Schaf. Sicherheitshalber noch das nächste Essen mit runterpacken. Ja, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen hier reinbuddeln. Aha. Du droppst den natürlich nicht ab. Super, wusste ich doch. Wow.
Haben wir da einen Creeper-Spawner oder wo? Auf jeden Fall haben wir ja haufenweise Erze. Die wir auf jeden Fall auch mitnehmen können und werden. Jedes Erz ist hier wichtig. Eisen, Kohle, Blei. Ich frage mich so, warum das hier ist. Entweder kam das durch ein Enderman, dass der den da hingedroppt hat. Ist auch nur an, das sieht. Black Quartz müssen wir auf jeden Fall auch gerne mitnehmen. Das brauchen wir dann für Actual Editions. Das ist hier schön. Wenn wir auf die Uhr gucken, 11 Minuten, das ist schön entspannt. Naja, gut. Gut, das war jetzt gerade noch ganz kurz so ein bisschen haarig mit den ganzen vielen Mobs. Ja, deswegen würde ich halt eher so eine XP-Farm bevorzugen. Mit einem Monster-Spawner. Aber wenn es halt nicht so ist, dann ist es nicht so. Naja, bei Kohle kann ich ruhig mal ein bisschen hier das Hämmerlein reparieren. Ist zwar nicht viel XP, aber ist immer mal ein bisschen was. Heiliger Bimbam. Da will man doch eigentlich immer bloß nach einem Spawner suchen und dann so, nö, Brightness. Ich hab mich schon gewundert, warum hier das immer so dunkel wirkt. Ich hab's nicht höher gestellt auf normal. Boah. Ich wollte gerade fragen, ist da oben wirklich doch noch so ein... Was ist das für ein Geräusch? War das ein Mini-Enderman?
Noch ein Caved Enderman. Kann ich auch noch nicht. So, haben wir jetzt ein bisschen was zum Abarbeiten, würde ich mal sagen. Gut, dann halt nicht. 10 Erz. Da wollte ich eigentlich bloß nach einem Spawner suchen und finde hier unendlich Erze gefühlt. Pause. So, können wir schon weitermachen. Wir sind ja kurz vorm Ende der Folge, alles schicki. So, haben wir bloß die ganzen Stacks rein. So. Lead. Lead. Überall Lied. So, wir sind jetzt wirklich gut vorangekommen. Oben müssen wir dann bloß noch mal schnell gucken, ob Stahl da zugelegen ist. Eigentlich müssen wir für die Spitzhacke auch noch Mending holen. Und dann ab ins in die Nähte und damit übelste XP farmen, dass wir die wieder repariert bekommen. Aber das machen wir dann peu à peu. Ich hoffe mal, dass jetzt hier gleich kein Wasser wieder runterkommt. Das wäre nicht so schön. Ja, das ist wirklich eine große Kohleart und haben auf jeden Fall genügend Platz erstmal für Stahl. Ja, ich hätte es vielleicht auch mit dem Hammer abbauen können. Aber ob ich da auch alles so bekommen hätte, weiß ich jetzt nicht. So, wir haben hier noch einiges zum Abarbeiten, aber das holen wir dann, wenn wir es wirklich brauchen. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurückfinden. Haben wir noch einiges an Kohle und dann war es wieder Nacht. So, fix schlafen. Dann tun wir noch ein bisschen Koks, Koks nachlegen. Unsere Kokserei. Das können wir nämlich auch gleich noch maserieren. Da. Hatte ich schon Eisen, das. Oh, ne, Roseisen habe ich nicht reingetan. Kann ich jetzt machen. Schön. Hier haben wir jetzt wieder 25. Geht langsam voran. Das kommt dann da drüben rein. Ich schaue jetzt erstmal das alles hier rein. Könnte ich auch Kohleblöcke koksen? Müsste man mal kurz probieren. Ich glaube, das ging sogar. Ist ja gleich fertig. So. Ne, Kohleblöcke ging nicht. Schade.
Es war ein Versuch. Probieren geht über studieren. So, noch die Mob-Tropse raus. Da gehen wir dann in der nächsten Folge auch nochmal looten. Und dann würde ich sogar sagen, sehen wir uns an der Stelle wieder. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.